eigentlich zur Katastrophe, vor allen Dingen in Bezug auf die Ernährung im Altenheim. Zink ist ja ein wichtiger Nährstoff, den sogar Herr Jens Spahn ergänzt hat, als er infiziert war. Aber das erwähnte er ja nicht laut. Zink treibt etwa 3000 Enzyme an im Stoffwechsel. Und für die Immunabwehr ist Zink ganz entscheidend, weil wir bilden im Thymus ein Hormon, das erlaubt unter Einarbeitung von Zink als Zink-Thymolin-Komplex die Bildung neuer Immunzellen. Und das Problem ist, im Alter schrumpft der Thymus. Das heißt eigentlich, im Alter braucht der ältere Mensch mehr an Zink. Und mit dem schlechten Immunstatus steigt die Anfälligkeit für virale Erkrankungen. Okay. Das hier ist der Punkt, der eben den alten Menschen betrifft. Der Thymus atrophiert. Und Zink ist eben ein Mineralstoff, der sogar direkt antiviral wirkt, weil es die Bindungsstellen, die das Virus hat, um in die Zelle einzudringen, blockieren kann. Und dazu gibt es sehr viele Arbeiten, auch bei anderen viralen Erkrankungen aus den letzten Jahren, die ganz klar zeigen, die Zinkgabe ist in jedem Fall sinnvoll, ob bei Kindern, Kleinkindern oder auch bei älteren Menschen. Es wirkt ganz klar gegen Erkältungssymptome, vor allen Dingen viral bedingte. Die SARS-CoV-2-Eigenschaften, die Eigenschaften habe ich Ihnen mal aufgeführt. Können Sie ja in Ruhe nachschauen. Aber es wäre unbedingt notwendig, dass man Zink begleitend gibt im Altenheim. Zink und Vitamin D sind derzeit aus den Studien die interessantesten Nährstoffe. Also das wäre jetzt hier im Bereich Prävention. Und die Problematik, wenn Sie die Frage stellen, wie kann ich denn Zink zuführen? Was enthält denn in der Ernährung Zink? Also Zink enthält beispielsweise die Auster. Zink enthalten Innereien. All das, was wir heute nicht mehr essen. Und wenn Zink enthalten ist in der Mischkost, in der normalen Ernährung, die auch Phytate enthält aus Pflanzen, wird Zink gebunden und nicht mehr resorbiert. Und ich würde empfehlen, man sollte unbedingt Zink einsetzen, begleitend als Lutschtablette und bei schweren Verläufen auch Zink kombinieren, zusammen mit Vitamin C als Infusion. So, jetzt sind wir am Ende. Ganz kurz nochmal, um das verständlich zu machen. Ein Ratgeber, den wir jetzt in der zweiten Auflage haben, erschien im Januar 2021, der alles darstellt für Patienten. Also der ist nicht kompliziert, der ist patientenverständlich. Aus dem Grunde wird er gerne gelesen von Ärzten. Also, Herr Gröber, sagen Sie, diese Ernährung, diese Ergänzung der Ernährung, an den Stellen, die Sie eben angemerkt haben, Selen, Zink, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin C, die würde das Immunsystem fit genug machen, um erstens resistent zu sein gegenüber respiratorischen Erkrankungen, Genau. einschließlich Corona. Und sie kann auch zur Therapie benutzt werden. Habe ich das so richtig Sie verstanden? kann unterstützend benutzt werden zur begleitenden Therapie, aber sie kann vor allen Dingen auch benutzt werden, um sich besser aufzustellen, um die Resilienz zu steigern gegen das Virus. Und das ist hinreichend evidenzbasiert belegt und ist verbunden mit Ausgaben an Kosten in Bezug auf das Altenheim. Vielleicht von 2, 3 € höchstens in der Summe genommen pro Tag. Wenn Sie hochgehen, wenn Sie nur Vitamin D nehmen, dann reden wir über 10 bis 20 Cent.
Das ist erstaunlich. Also, das ist ja. Ich darf noch eins hinzufügen. Mhm. Ich komme eigentlich von der Onkologie. Mhm. Bin aktives Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft und arbeite zusammen mit einer Krebsklinik in München. Mhm. Und dort setzen wir solche Maßnahmen ein, immer begleitend bei Krebspatienten und sehen, letztendlich, der Krankheitsverlauf ist immer besser und die Patienten haben eine bessere Lebensqualität unter der Therapie. Und genau diese Mangelernährung ist eben zuerst aufgekommen als Aspekt in der Krebstherapie, ist aber generell ein Problem in der Geriatrie. Und es kann nicht sein, dass wir solche Maßnahmen für 10, 20 Cent, die effektiv gezeigt haben in der Evidenz, in großen Studien, der Bevölkerung vorenthalten. Ich bin da sprachlos, genauso wie Sie, und zwar schon seit 10, 20 Jahren. Wir haben das jetzt wiederholt gehört, was wir auch zum Beispiel von Dolores Cahill. Wir haben auch wiederholt den Vorwurf gehört, dass diese alternative, simple Behandlungsmethode in der Öffentlichkeit nicht nur totgeschwiegen wird, sondern wir haben es ja eben auch von Professor Spitz gehört, dass da offenbar einzelne Trolle, will ich mal sagen, losgeschickt werden, um diese Behandlungsmethoden zu denunzieren. Ist das? Ja, ich darf da ganz kurz was sagen. Sie haben eben einen Griff benutzt, der mir gar nicht gefällt. Welcher? Alternativ. Das ist nicht alternativ, das ist komplementär. Und das ist eigentlich eine Basis der Schulmedizin. Mhm. Jegliche Behandlung eines Patienten setzt voraus, dass der einen gesunden Nährstoffstatus hat. Und sonst, wenn das nicht der Fall ist, muss ich den korrigieren. Mhm. Und zwar bei jeder Erkrankung. Aber das würde Kosten enorm senken bei den Ausgaben im Gesundheitssystem. Und die Pharmaindustrie würde sehr viel Einbußen haben an Umsätzen. Okay, verstanden. Und das ist der Grund, so entnehme ich das gerade Ihren Worten, warum die, sagen wir mal, die herkömmliche Medizin, die Pharmaindustrie, diese Behandlungsmethode gar nicht erst gelten lassen will. Ist das so? Es gibt eine sehr schöne Arbeit, die ist gemacht worden von Herrn Professor Reichrath, der Uniklinik Homburg Saar. Und von Herrn Armin Zittermann in Bad Oeynhausen. Mhm. Und die hat mal zusammengestellt, was man an Kosten einsparen könnte in Deutschland im Gesundheitssystem, wenn man den Vitamin-D-Status verbessern würde auf 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Da wurde geschätzt, optimalerweise im günstigsten Fall eine Menge von 16 Milliarden Euro pro Jahr. Weil dann bestimmte Erkrankungen vermieden werden würden. Also ich kann Ihnen dazu die Arbeiten zusammenstellen. Im Endeffekt, das sind eine Vielzahl von Erkrankungen. Mhm. Und das Vitamin-D-Mangel trägt ja quasi einen riesigen Eisberg, der voll ist mit Erkrankungen aller Art. Ob Krebs, Diabetes mellitus, ob Demenz, egal. Alle Erkrankungen stehen, viele Erkrankungen, die wir heute haben, stehen ganz klein in Verbindung, haben als tragenden Faktor den Vitamin-D-Mangel. Und insofern, die Datenlage, wenn man die so hartnäckig ignoriert, seit Jahrzehnten, und ist sogar Wissenschaftler, der Arbeiten zu dem Thema veröffentlicht, dann frage ich mich eigentlich, was passiert da in den Gremien? Schlafen die oder was ist los? Also dieser Vorwurf, den haben wir schon oft gehört. Ich wollte kurz rüberschalten, weil ich sehe die ganze Zeit schon, dass ein Kollege von Ihnen hier unterwegs ist. Ich glaube, der vertritt ganz ähnliche Ansichten. Ich möchte mich aber vergewissern. Das ist Dr. Peter Lauda aus Wien. Herr Lauda, können Sie uns hören? Ja, wir kennen uns ja auch. Ja, dann, das wusste ich nicht. Herr Lauda, können Sie uns hören? Ja, wunderbar. Können Sie mich hören? Ja, perfekt. Super. Zuerst vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit daran, an dieser Sitzung mich zu beteiligen. Ich möchte ja, ist eine große Ehre,
Ich möchte an der Stelle auf alle Fälle mal das, was Uwe Gröber ausgeführt hat, da kann man nur größtes Kompliment, auch vollkommen meine Überzeugungen, er hat es wissenschaftlich fundiert, also ausgebreitet, er hat mehrere Artikel zu dem Thema, und dass das permanent ignoriert ist. Vielleicht stelle ich mich einmal kurz vor, Dr. Peter Lauder, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Arzt für Allgemeinmedizin. Beschäftige mich mit der orthomolekularen Medizin jetzt seit, wenn man es mit der Biochemie zusammensieht, seit etwa 50 Jahren, seit der zweiten, dritten Klasse Gymnasium, wie ich die Strukturformel von Vitamin B12 gesehen habe. Das war so wie eine Vision. Da habe ich gewusst, das wird mir den Rest leben bedingen. Und was mir auch sehr wichtig ist, wie Herr Gröber auch schon ausgeführt hat, das ist eine komplementärmedizinische Behandlung. Ich möchte also, ich bin genauso Schulmediziner, mache eben als Komplementärmedizin orthomolekulare Medizin, weil die Alternativmedizin wird immer so ein bisschen verwendet, um die Leute ins Eck zu schieben, irgendein Blödsinn, Esoterik oder irgendwas. Das, was wir da täglich in der Praxis machen, ich bin der ärztliche Leiter vom Diagnostik- und Therapiezentrum für orthomolekulare Medizin in Wien, ist eben eine komplementärmedizinische Untersuchung oder Behandlung, und wo ich sehr großen Wert darauf lege, wir machen das alles, und das ist auch von großer Bedeutung, mit genauen Laboruntersuchungen. Das ist auch der Komplex oxidativer Stress, Mikronährstoffstatus, Antioxidantienstatus, der nitrosative Stress. Gibt zum Beispiel keine Untersuchungen, ob das Coronavirus und diese Probleme, wo da auftreten können, mitochondrial bedingt sind, ob es zu mitochondrialen Schädigungen, also der nitrosative Stress. Und die ganzen Systeme hängen ja miteinander zusammen. Mikrobiom, der Darmbakterien, hat der Herr Gröber perfekt alles aufgelistet und auch die Publikation dazu. Solche Menschen wie Herr Gröber, die sollten unterrichten an Universitäten, orthomolekulare Medizin, die ganzen Mikronährstoffe, das sollte ein Pflichtfach werden für Medizinstudentinnen und Studenten. Dann wird sich einmal vielleicht in den nächsten Jahren irgendetwas ändern. Es gibt meines Wissens drei Lehrstühle für Ernährungsmedizin in Deutschland. Das ist katastrophal wenig, und die Studenten werden nicht ausgebildet. Die Ernährung ist dann Teil einer medizinischen Therapie. Ob es in der Prävention oder in der Therapie von Krankheiten ist, ist allein jetzt zu wenig. Aber auch der Aspekt ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist aber alles, was ich in der Einleitung erklären wollte. Und in der Praxis bin ich jetzt seit 34 Jahren, sehr viele Blutuntersuchungen, Blutbefunde gesehen, und ich kann das alles nur in der täglichen Praxis, was uns der Herr Gröber gesagt hat, sozusagen verifizieren. Die Blutwerte sind fürs Vitamin D extrem nieder. Vitamin C, Zink wurde auch bereits erwähnt, das Magnesium. Und dann kommt es eben zu diesen Immuneinschränkungen, und was überhaupt nicht, bis ich, ob jetzt das Corona, ob das andere Bakterien und Viren sind, wenn es zu Infektionen kommt, dann setzt es immer eine Dysfunktion, eine Unterfunktion des Immunsystems voraus. Und ganz wesentlich für Funktion des Immunsystems sind eben diese genannten Mikronährstoffe. Also ich kann das alles nur unterstreichen und auch die große klinische Bedeutung, und dass die Mikronährstoffe sowohl in der Prävention wie auch in der Therapie angewendet werden müssen, aufgrund der veränderten Fakten. Das ist nicht eine Frage, ob jetzt irgendjemand, egal wo, in einem Krankenhaus oder einer Uniklinik, daran glaubt oder nicht. Das ist keine Glaubensfrage. Es ist eine Beachtung der biochemischen Zusammenhänge und der biochemischen Grundlagen. Und da wird niemand an den Mikronährstoffen vorbeikommen, egal wo das ist und in welchem Setting, ob in der Praxis oder im Krankenhaus.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würden Sie dann unterm Strich sagen, so wie Herr Gröber das eben auch, glaube ich, angedeutet hat, dass man mit dieser Form der, ich sagte jetzt mal einfach, Komplementärernährung, also mit der zusätzlichen Ernährung in diesen Teilbereichen, die Sie eben angesprochen haben, würden Sie dann sagen, damit hält man das Immunsystem grundsätzlich so fit, dass man eben gegen diese respiratorischen Erkrankungen einschließlich Corona fit genug ist, um keine Impfungen oder keine anderweitigen medizinischen Eingriffe zu benötigen, auch nicht medizinische Eingriffe wie diese Maske oder so? Das Thema Impfungen, das möchte ich, Herr Gröber, da wird der Dr. Wodak darüber sprechen. Ich möchte mich auf die automolekulare Medizin, auf die Mikronährstoffe konzentrieren. Was mir immer gefehlt hat, seit das im letzten März begonnen hat, war die Information von den Gesundheitsbehörden. Man hätte sich gewünscht, dass auch die Medien darüber berichten, was der Einzelne tun kann. Zum Beispiel die Ernährung, ein ganz wichtiger Bereich. Das wurde jetzt mehrfach angesprochen. Überhaupt eine gesunde Lebung an der frischen Luft ist. Dann, wie schlecht die Angst ist, die viele Menschen haben, das ist der Begriff der Immunpsychopathologie. Professor Schubert aus Innsbruck hat da sehr schöne Arbeiten, vor allem wie negativ Angst auf ein Immunsystem wirkt. Der Zinkspiegel beginnt abzusinken, Taurin beginnt abzusinken. Und das kann man ja alles genau messen. Also wie wichtig das eben ist, dass der ganze Lebensstil, und das ist das, was ja jeder Einzelne daran beitragen kann, er kann bei der Ernährung darauf achten. Beginnen bei biologischen, unbehandelten Lebensmitteln, dass sie einen hohen Gehalt an Vitamin C haben. Acerola Kirsche hat zum Beispiel 1500 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Lebensmittel. Papaya, Brokkoli und Rosenkohl hat noch 115 Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel. Also diese Faktoren der Ernährung, die kann jeder beeinflussen. Er kann das selber mitsteuern, was er isst, die Auswahl der Lebensmittel. Die Auswahl der Lebensmittel oder Vitamin D im Lachs sind ungefähr 16 Mikrogramm Vitamin D pro 100 Gramm Lebensmittel. Mit dem Selen, auch Thunfisch, Magnesium im Sojamehl, Zink in der Leber und in den Linsen, also in den Lebensmitteln enthalten. Das wäre schon mal eine wichtige Botschaft von Beginn an gewesen, dass die Menschen auch wissen, ich kann mich dadurch schützen, dass ich eben mehr Vitamin C, Vitamin D und so weiter, wobei die Ernährung allein wird nicht ausreichen. Optimalerweise werden eben diese Blutuntersuchungen durchgeführt. Vitamin D-Analyse, Zink-Analyse, Magnesium, das kann jedes Labor untersuchen. Es muss eben angeordnet werden und dann kann man objektivieren. Dann kann man auch diese Defizite erkennen und dann eben noch gezielt mit Präparaten, mit Mikronährstoffen ausgleichen. Die Ernährung alleine wird da nicht ausreichend sein. Die Nährstoffdichte hat abgenommen, Überdüngung, die Mehrfachernten und so weiter. Aber darum haben wir ja genaue Laboranalysen. Ich komme aus der Intensivmedizin und dort wird dreimal oder viermal am Tag ein gesamtes Labor gemacht. Da kann man nicht sagen, ja, ich glaube, ich vermute, es könnte sein, da werden exakte Laborbefunde erhoben. Und genau das Gleiche kann man auch bei den Mikronährstoffen machen. Und wenn eben die Mikronährstoffe angesprochen sind, es kann oxidative Stress untersucht werden, der nitrosative Stress, es kann das Mikrobiom, das spielt auch eine ganz große Rolle bei der Immunmodulation, bei der Aufnahme der Mikronährstoffe und diese Faktoren. Ich will jetzt da nicht so sehr in die Details gehen. Das Mikrobiom ist die Zusammensetzung der Darmbakterien. Man weiß heute, dass auch das Immunsystem sehr viel mit der Funktion dieser Darmbakterien und es gibt da verschiedene Einschränkungen, wo sozusagen die guten Bakterien immer weniger werden und die schlechten überwuchern. Es kann zum Leaky Gut Syndrom kommen, wo die Aufnahme der Mikronährstoffe auch beeinträchtigt wird. Das ist alles publiziertes Wissen, was ich Ihnen da erkläre. Es kommt nicht an, es wird nicht gelesen, es wird ignoriert und diesbezüglich bin ich vollkommen der Meinung vom Uwe Gröber,
dass diese Dinge eigentlich an die Universität, an der Universität unterrichtet gehören, also orthomolekulare Medizin und der ganze Ernährungskomplex. Das ist von allergrößter Bedeutung. Okay. Es ist ja sogar, was so paradox ist, Sie haben ehemalige Lehrstuhlinhaber in Stuttgart an der Universität Hohenheim, die zahlreiche Fachbücher im Thieme Verlag dazu veröffentlicht haben, namens Konrad Bisalski. Mhm. Das findet sich nirgendwo wieder in der Realität und in der Behandlung von Patienten. Mhm. Das ganze Wissen wird nicht gelehrt. Drei Lehrstühle gibt es bei uns in Deutschland. Also meines Wissens gibt es drei Lehrstühle. Es müsste jede Universität, medizinische Fakultät, müsste einen Lehrstuhl auch für orthomolekulare Medizin einschließlich der wichtigen Dinge, die gesamte Ernährung. Darum ist bei uns ja auch so wichtig, dass man die Menschen aufklärt, informiert. Die Ernährung ist eine ärztliche Tätigkeit. Das ist von grundlegender Bedeutung, dass man auch darauf achtet, das Beispiel Altersheime, warum sind in den Altersheimen diese extremen Defizite? Ja, das hängt auch mit dem Ernährungsfaktor zusammen. Das hängt die Auswahl der Lebensmittel, wie das zubereitet wird. Das ist größter Bedeutung. Das ist ebenfalls eine ärztliche, wenn Sie so wollen, Behandlung, dass man auch auf diese Dinge achtet. Und bitte? Das leuchtet ein, finde ich. Ich finde, das ist selbstverständlich. Ich weiß, es ist bisher nicht wirklich zur Sprache gekommen. Ich weiß allerdings, dass Professor Bhakti, wenn er in seinen Interviews zu der Gefahr und zu der Möglichkeit der Behandlung was gesagt hat, das immer in kleinen Nebensätzen angesprochen hat, dass das von besonderer Bedeutung ist. Also es ist nicht nur im kleinen Nebensatz von besonderer Bedeutung, sondern es scheint von entscheidender Bedeutung zu sein. Ich will Sie nicht abwürgen, Herr Lauder. Ich will nur kurz Herrn Wodak reinlassen, weil der gerade schon die ganze Zeit sagt, er möchte auch was dazu sagen. Wolfgang, du bist auf Mute. Er hat den Ton nicht eingeschalten. Also, schönen guten Tag erstmal allerseits. Ja, ich finde es sehr spannend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, Menschen zu gewinnen, wenn man über Moleküle spricht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so versteht, wozu das Ganze gut sein soll. Und wir reden hier über das Immunsystem. Das Immunsystem ist etwas, was wir nicht sehen können, was so klein ist, was wir auch kaum wahrnehmen. Und das in uns aber perfekt funktioniert. Das also wirklich alles erkennt, was fremd ist und kommuniziert, die unterschiedlichen Zellen. Wir können uns das vorstellen, wenn wir in einer großen Stadt wie Berlin, wenn wir da zum Beispiel jetzt ein Immunsystem hätten, dass wir alles, was für Sicherheit sorgt, was aufpasst, dass uns nichts passiert. Und das wären die Polizei, die Feuerwehr und wer nicht was alles. Und da kann natürlich viel Blödsinn passieren, wie wenn die falsch kommunizieren oder wenn da falsche Befehle kommen, dann läuft das schief. Das habt ihr ja gestern auch oder neulich auch erlebt, dass solche Dinge passieren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, die Polizisten hätten alle keine Batterien in ihren Funkgeräten. Oder da würden die Batterien dauernd alle gehen, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren können. Sowas Ähnliches ist Vitamin D für unser Immunsystem. Wenn also wenn die Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert, weil da ein Stoff fehlt, den sie für die Kommunikation brauchen. Und das ist, finde ich, etwas, was wir auf der Ebene, die wir selbst erleben können, wenn jemand ein Handy hat und er hat kein Ladegerät mit, dann sieht das schlecht aus. Und wenn die Batterien dauernd alle sind, ist das schlecht. Und Vitamin D ist so ein Stoff. Das ist eine Batterie, die wir brauchen. Das ist die lädt die Batterie des Immunsystems auf, dass die Immunzellen kommunizieren können. Das sind Dinge, die hat die Evolution bestimmt. Bitte? Ganz klar die menschliche Evolution bestimmt. Ja, und das hat schon funktioniert, bevor wir uns darüber Gedanken gemacht haben, schon viele Tausende von Jahren. Und das ist so, dass wir natürlich auch adaptiert sind an diese Vorgänge, dass es im Winter weniger Licht gibt. Natürlich ist es so,
dass wir, da muss man auch mal dann langfristig sich Gedanken machen oder mal so ein bisschen in größerem Rahmen drüber nachdenken. Wir sind ja Menschen geworden, wie wir sind, angesichts der Tatsache, dass es im Winter bei uns dunkel ist. Das heißt, die Viren haben im Winter eine Chance, sich bei uns zu vermehren. Und zwar bei einigen Menschen mehr, bei anderen weniger. Das führt natürlich zu Adaptionsprozessen. Das führt dazu, dass einige Viren essen. Wir müssen, Herr Lauder, Sie müssen das Mikrofon runterschalten, sonst kriegen wir nicht mit, was Herr Wodak sagt. Aber danke. Entschuldigung, ich habe wirklich gestern am Abend das erste Mal Zoom eigentlich wahrgenommen. Und ich bin ein bekennender ID- und Handyverweigerer. Überzeugt und bekennend. Was muss. Ist passiert offenbar. Wir wollen bei der Gelegenheit eins nicht verschweigen. Die Menschen, die sich wundern, wieso sie so aussehen, wie sie aussehen, und fragen, der sieht doch irgendwie bekannt aus, den können wir zumindest sagen, dass sie der Cousin von Niki Lauda sind, ne? Jetzt hören wir sie gerade wieder nicht. Ich bin, es gibt einen Ursprung von den Lauders. Ich bin weiter entfernt mit ihm verwandt. Wie genau, das müssen wir mal mit einer anderen Forschung klären lassen. Ich habe das letzte Mal, wie ich ihn vor circa 5 Jahren getroffen habe, wie er die Kinder vom Kindergarten abgeholt hat, hat er gesagt, wir werden uns einmal die ganzen Lauder und eruieren, wie, wer, mit wem, auf welcher Ebene verwandt ist. Der Unterschied ist immer, wenn ich zu schnell fahre, kriege ich ein Strafmandat, und er hat für das, dass er so ein grandioser Autofahrer war, entsprechend auch die Preise bekommen. Wenn mich Leute gefragt haben, wo ist der Unterschied bei Ihnen, habe ich gesagt, ja, vor allem in dieser Sache. Der Dr. Wodak, dem ich auch einmal ein Kompliment, großes Kompliment und einen Respekt zollen darf. Kann er mich hören? Ja. Ja, gut. Eine kurze Geschichte dazu. Am Ostersamstag waren wir in unserem Haus. Da habe ich den Wetterbericht, wollte ich anschauen, ich schaue ab und zu Wetter. Und dann ist im österreichischen Fernsehen gelaufen, irgendeine Reportage, wo der Dr. Wodak nach den Augen war, und irgendjemand hat ihn als Cyberkrimineller bezeichnet. Und da habe ich mir gedacht, also schon von Beginn an, da stimmt was nicht, wenn Menschen die andere Meinung haben, derart aufs Übelste diffamiert und beschimpft werden. Und wir sind immer noch eine Demokratie. Es darf jeder seine Meinung sagen, und das sind ja nicht Leute, die das einfach über Nacht sich ausgedacht haben, wenn man seine Qualifikation anschaut, oder der Professor Bakhti, dass man solche Menschen permanent diffamiert, das erzeugt ja irgendwo den Verdacht. Ich höre da das auch jeden Tag, die Stimme der Menschen, das ist verdächtig, dass da irgendwas nicht stimmt von der Gesamtsituation her. Jeder Mensch hat die Meinung, man kann nicht den Professor Bakhti, der 20 Jahre an einer Universitätsklinik der Vorstand war, das ist kein Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Ebene der Diskussion, da habe ich wirklich meine Schwierigkeiten. Jeder Mensch hat das Recht, die Meinung zu äußern, und das drum nochmal ihm persönlich größtes Kompliment. Er war einer der Ersten, der da aufgestanden ist und seine Meinung geäußert hat, auch im Namen vieler Menschen, wo er, Gunnar Kaiser, Dr. Bonelli, der Psychiater aus Wien, einfach mit ihren Videos wieder Mut und Hoffnung gemacht haben, nachdem sie von früh bis spät eigentlich Dinge hören, die man so nicht sagen kann. Und vor allem, ich würde auch die ganzen Beraterstäbe der Regierungen, würde ich einen Allgemeinmediziner dazu nehmen. Ich würde einen Orthomolekularmediziner, einen Psychologen, Psychosomatiker und auch einen Psychiater dazu nehmen, weil die Angst ist etwas ganz Schlechtes. Also nicht nur fürs Immunsystem, es gibt ja das Sprichwort Angst, Essen, Seele auf. Und das ist ja etwas, wo wir bei den Kindern
wirklich Angst macht, was die Schäden sein werden, wenn die Kinder gezwungen werden, die Masken zu tragen. Man sagt ihnen, es sind Käfer an den Fingern, die die Oma umbringen. Das ist, hat nichts mit Medizin und nichts mit Wissenschaft. Ich habe jetzt gerade was Schönes gehört. Warum ich das einmal auch in dieser... Ja. Gut. Der Herr Stieg, der Virologe aus Bonn, der hat geschrieben, also man müsste eigentlich, wenn man Zero Covid wollte, also gar kein Covid mehr, dann müsste man das Programm auf ganz Europa ausdehnen. Und ich habe ihm, das hat er getwittert jetzt, ich dachte, der spinnt wohl. Er meinte, eine deutsche Insellösung geht nicht und deshalb, man müsste es auf ganz Europa ausdehnen. Und ich habe ihm geantwortet, wenn man Zero Covid will, dann ist das ganz einfach. Man muss einfach aufhören zu testen, dann sterben die Leute halt wieder wie vorher an Grippe. Und dann ist Covid weg. Dann würden nicht mehr sterben, würden genauso wie jetzt so viele sterben. Sterben welche, sind auch welche ernsthaft krank. Aber wir würden da nicht mehr dieses komische Covid-19 uns raussuchen von den vielen verschiedenen Viren, die da sind. Es gibt, niemand redet über humane Metapneumoviren. Die sind viel gefährlicher als Covid-19. Vielleicht bringen sie die ja nächstes Jahr groß raus. Aber ich finde es so ein Quatsch, was da gemacht wird. Wir haben einen Virencocktail, die leben zusammen wie, ich sage gerne, wie die Blumen auf der Wiese. Also die kommen jeden Winter zu uns, ganz viele verschiedene. Und die kommen mehrfach und zusammen und machen uns vielleicht auch nicht einzeln krank, sondern nur dadurch, dass sie zusammen auftreten. Auch dafür gibt es viele Beweise. Und unser Immunsystem lernt die kennen, bildet Abwehrstoffe. Die einen haben mal in dem einen Jahr mehr Chancen, die anderen bei den anderen Menschen mehr Chancen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber insgesamt ist das ein Prozess, dass wir die Viren kennenlernen, dass sie uns begegnen.